zusammen, hier ist Barbecue Pitboy Liechtenstein. Ich muss das dann immer noch lernen. Ich bin ja nicht mal der Grill, sondern der Barbecue Pitboy Liechtenstein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem kurzen Video. Und zwar schauen wir heute uns ein Zubehör an. Und zwar den Back to Smoke. Ja, wie soll ich das nennen? Also die Räucherpellets, wie man das so nennen kann. Und den dazu passenden, sage jetzt mal, Behälter, nämlich das hier. Und wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, schauen wir heute an. Wir haben heute einen Schweinenacken auf dem Grill im 57er Weber und den hauen wir auf 72 Grad Kerntemperatur beim indirekten Grillen. Und wie das dann funktioniert, ob das funktioniert, das schauen wir uns dann an. Und tja, bis dann. So schauen diese Pellets dann aus und so schaut es aus, wenn man es da reingefüllt hat. Mal schauen, ob die nicht rausfliegen. So, knapp 5 Minuten sind vergangen und man sieht schon, dass Ding raucht und räuchert schon dahin, und in dem Fall funktioniert das ganz gut. So schaut es aus. Man kann es, glaube ich, vielleicht sehen oder auch nicht. Ja, jetzt kann man es sehen hinter dem schwarzen Hintergrund. Da raucht also ordentlich raus. Unser Grillgut ist drin, Rauch ist auch da. Jetzt machen wir schnell wieder zu. Ja, hallo. Da sind wir jetzt wieder zurück. Wir waren draußen, haben das den Smoke Tube getestet mit den Pellets, und mein Fazit, also ist es so, wenn man den Smoke Tube füllt, dann reicht das der Rauch für ca. 40-45 Minuten. Das, ja, ich sage jetzt mal so, fürs allgemeine Grillen kann das schon mal ausreichend sein. Wenn man aber bei Pulled Pork Brisket oder sowas machen möchte, dann reicht diese Füllung vom Tube eher nicht aus. Da würde ich dann, wenn man größere, längere Geschichten macht, dann doch auf Woodchunks oder halt auf die richtigen Hölzer zugreifen, falls man einen richtigen Smoker zu Hause hat. Aber ansonsten, Verarbeitung von dem ganzen Produkt ist sehr gut. Der Rauch, wie soll ich denn jetzt beschreiben, hat er ganz normal geraucht. Es hat am ganzen Anfang ein bisschen gedauert, bis der Rauch angefangen hat. Nur kurz die Information zu nehmen: Der Grill war auf ca. 170-180 Grad eingeregelt und lief, bevor ich den Smoke Tube reingetan habe, schon ca. 20 Minuten. Das war, um hier einfach die Temperatur im Garraum einzuregen, damit danach der Schweinenacken schön langsam da schmoren kann. Das nur so nebenbei. Also, ist das Produkt empfehlenswert? Ja, ich würde sagen, wenn man so kurze Sachen machen möchte, wie eben so einen Schweinebraten oder einen Schweinenackenbraten, dann reicht das sicherlich aus. Wobei, jetzt sage ich jetzt mal so, der Rauchgeschmack jetzt und der Rauchring hat nicht so groß war. Also eben 45 Minuten Rauch. Ja,
Das kann reichen, wenn man einen leichten Rauchgeschmack im Fleisch haben will. Wenn man ein bisschen kräftigeres haben will, dann muss man natürlich zum einen mal auf ein kräftigeres Holz umwechseln, nämlich Hickory oder welche Hölzer es da, was auch immer zu Hause habt. Buche selber ist ein Holz, das leichten Rauchgeschmack hat. Tja, danke fürs Zuschauen. Das war es eigentlich schon von Barbecue Pit von Liechtenstein. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Oder nicht nur ein bisschen, sondern gut gefallen. Falls das der Fall ist, einfach hier unten irgendwo liken. Oben dran kommt dann irgendwo, ich glaube hier oder was auch immer, kommt der Abonnier-Button. Falls ihr mich denn diesen Channel noch nicht abonniert habt, abonnieren, kommentieren. Alles ist erwünscht und tja, in dem Fall Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim gemeinsamen Hobby.